Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Amaya und unserer Celeste. Und wir sind jetzt in diesem DX11-Dings hier drin. Das heißt, das Spiel funktioniert sehr viel besser. Könnte natürlich aber sein, dass es ein paar Grafikbugs gibt. Aber ein besseres Spielerlebnis größer als Grafikbugs. Und ich sehe aus wie eine Sekretärin oder so. Ich weiß es auch nicht. Wundert euch einfach nicht. Das wird sich wieder ändern. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass Luna 2 Kinder hat. Ich habe offscreen das so gemacht, dass Caleb jetzt bei denen wohnt. Also das soll hier schon ein Daddy sein, der sich wenigstens um seine Kinder kümmert. Und ich glaube, eines der Kinder ist auf jeden Fall auch ein Vampir. Es ist wild. Oh ja, und wir haben beim letzten Mal, glaube ich, das hier neu eingerichtet. Oder war es beim vorletzten Mal schon? I don't know. Wir haben es auf jeden Fall getan. Ich starte jetzt einfach mal das Spiel und dann gucken wir mal, was hier passiert. Ach, und wir wollten heute auch unsere Celeste altern lassen. Das ist unser Plan für heute. Denn sie hat hier schon die ganzen Sachen voll und das ist ein bisschen langweilig. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier am Montag, machen wir eine Geburtstagsparty. Kleinkind-Spieltreffen ist auch ein bisschen süß, ne? Aber da könnten dann die Erwachsenen nicht kommen, das wäre ein bisschen sad. Wir laden natürlich alle unsere Freunde ein. Mist, jetzt kenne ich die Kinder von Luna nicht. Verdammt. Sonst hätte ich die natürlich eingeladen. Und die Party findet um 15 Uhr statt. Why? Warum tut sie das jedes Mal? Wieso steht hier Hillary Laurent draußen? Unsere Gute möchte auf jeden Fall einen höheren Level der Fitnessfähigkeit erreichen. Deswegen lassen wir sie doch einfach mal ein bisschen boxen. Diese Frau, dafür, dass sie auch ein Kind gekriegt hat, die hat einfach so einen heftigen Body. Also, ich bin so schockiert darüber. Die kleine Maus hüpft hier nebenbei hier draußen rum. Also, das ist einfach das Leben mit einem Kind. Oh, wir können ja vielleicht dann auch hier draußen eine kleine Party veranstalten. Stimmt, ich habe jetzt ja auch dieses neue Dings gekauft. Ich meine, an dem Tag, wo ich das aufnehme, kommen auch noch wieder neue Sets, glaube ich, raus. Aber ja, das ist noch dieses von diesem Party-Dings. Das finde ich eigentlich cool, wenn wir dann hier so ein bisschen Party machen können. Hier so eine kleine Grillparty, auch wenn es Winter ist. Aber es ist ja ganz gutes Wetter. Hier, diese Plastikstühle finde ich richtig geil. Also das finde ich auch realistisch. Perfekt. Jetzt haben wir hier auch ein bisschen dekoriert. Lieben wir. Snacks. Ich weiß nicht, ob die Lautsprecher auch für draußen geeignet sind, aber wir packen sie einfach mal hier hin. Sehr schön. Ich bin bereit. Also in ihrem Ding hier kommt sie auch ganz gut voran. Also lieben wir. Dann könnt ihr zwei Mäuse ja vielleicht auch gleich mal ein bisschen zusammen spielen. Wie man das halt so macht, ne? Lass mich einmal in Ruhe. Und jetzt spielt ihr kleinen Mäuse. Mal gucken, ob wir es jetzt morgen noch hinkriegen, dieses Motorik-Ding zu kriegen. Und ansonsten ist es halt so. So, sie kann ja mal auf Kommentare antworten. Und dann können wir ja gleich mal gucken, ob das hier funktioniert. Also, ob das hier genug Platz ist. Dann können wir nämlich mal eine Aufnahme starten und gucken, ob wir dann hier singen üben können. Es reicht sogar tatsächlich. Das ist ja ziemlich cool. Ach, da sehe ich sie aber auch irgendwie. Nebenbei danst sie auch wie, weiß ich nicht was. Schön! Hat sich der Umbau ja gelohnt. Neues Setup mit Cover. Hashtag Setup. Hashtag Cover. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Was will er immer von mir? Schön, dass du auf mein Kind aufpasst, aber das, also näher soll diese Bindung hier nicht laufen. Und jetzt ist hier eine nackte Frau. Ja, toll. Das wollte ich doch schon immer. Ich nehme übrigens das mit den Wundermünzen jetzt mal weg, weil irgendwie lohnt sich das jetzt auch nicht mehr so wirklich für uns. So dringend haben wir das Geld jetzt ja auch nicht mehr nötig. Ich habe jetzt nochmal Frischluft gegeben. Ergibt für mich auf jeden Fall Sinn. Nee, wir spenden nichts. So viel Geld haben wir dann auch wieder nicht. Sie nimmt sich auch auf jeden Fall dann noch einen Urlaubstag. Zum Geburtstag der Tochter kann man sie schon mal frei nehmen. Hä? Warum kann sie nicht gebadet werden? Hä? Kann sie denn baden? Okay, es liegt nicht in der Badewanne. I am confused. Du gehst noch nicht schlafen. Wenn ihr jetzt beide hier hingeht, vielleicht geht's dann. Sims ist ja manchmal ein bisschen wild. Dann cheate ich ihr das halt hoch, wenn es nicht geht. Dann wird hier noch gegessen. So, und dann kannst du dein Kind in den Schlaf lesen. Weil das machen wir ja hier so. Warum kann sie das zurzeit immer nicht machen, alles? Ich glaube, es liegt an Celeste oder so. Ich weiß es nicht. Keine. Sie kann irgendwie nicht ins Bett oder was auch immer. Diese Interaktion scheint ein bisschen verpackt zu sein. Weiß ich nicht. Schade, Marmelade. Da muss sie selber schlafen gehen. Gut, dass sie jetzt gleich dann ein Kind ist. Dann müssen wir uns darum auch nicht mehr sorgen. Guten Morgen, Welt. Sie macht auf jeden Fall nachher noch was Richtiges zu essen und einen Kuchen für die Partygäste. Kartoffeln. Denen scheint es gut zu gehen. Sie hasst Geschicklichkeit so sehr, ne? Aber es muss ja auch alles hier irgendwie tutti sein. Sonst funktioniert das hier alles nicht. Okay. Ja, sie kann sich ja schon mal um ein paar Dinge kümmern. Erdbeerkuchen.
Also deinen Kuchen wollen wir auf jeden Fall nicht. Sophia möchte jetzt schon vorbeikommen. Geil. Kommst nachher ja schon. Hauptsache, sie macht erst mal Musik an, die sie nicht mag. Der Kuchen ist schlechte Qualität. Das geht nicht. Du musst dir heute mal Mühe geben. Okay, wir müssen Rechnung zahlen. Guten Morgen, Geburtstagskind. Sie hasst das Essen. Schade. Das ist bessere Qualität. Ja, sehr gut. Das kommt schon mal draußen hin. Und dann kannst du ja noch hier Mittagessen. Dann gibt es zu essen. Wie wär's mit Spaghetti? Ich weiß, dass die Party gleich beginnt. Level 5 der Kochfähigkeit. Yay. Spaghetti kommen auch hier hin. Niemals gut genug. Och, Mausi. Auf geht's, ab geht's. So, und dann machen wir Karnevalsmusik an. Und dann, wir können ja Papi fragen, ob er uns hilft beim Kerzenausblasen. Das wäre sehr süß, wenn er herkommt. Schließen die Tür jetzt auch auf wieder. Wo ist Jeremy? Warum ist er hier hinten? Hey, die können immer das mit den Kleinkindern nicht interagieren. Das ist doch voll scheiße. Warte mal, ich gehe mal kurz ins Menü und gehe dann zurück und gucke, ob es vielleicht irgendwie hilft. Okay, wir versuchen es nochmal. Er möchte sie auf jeden Fall hochnehmen. Das ist sehr gut. Warum ist er so traurig? Ach, ihr Süßies. Schön. Oh, ich freue mich so. So eine große Maus ist sie dann schon. Ich kann es gar nicht glauben. Okay. Ich bin sehr gespannt, was sie mit diesem Girl machen übrigens, ne? Ich werde jetzt erstmal randomisen und dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Und sie ist Perfektionistin. Passt auf jeden Fall zu ihrer Mutter. Okay, und was nehmen wir für ein Bestreben? Da finde ich dieses Geist und Körper vielleicht ganz cool. Let's try this. Oh, sie sieht so süß aus. Ich speichere jetzt und dann haben wir erstmal ein Umstyling von der kleinen Mausi. Und dann gucken wir uns die gute mal an. Okay, du süße Maus. Sie hat jetzt gerade, glaube ich, Lippenstift drauf. Ja, ist ein bisschen wild. Aber, oh, sie sieht so cute aus. I cannot do this anymore. Würde ich sagen, gehen wir aber mal direkt in den Zeitraffer rein. Und da ist sie fertig. Unsere Celeste Roberts. Ich habe mir gedacht, dass sie ja so ein gewisses Modebewusstsein von ihrer Mutter übernehmen konnte. So deswegen, ja, sieht sie halt doch relativ cool aus für so ein Kind, ja. Also nicht so ganz komplett zusammengewürfelt. Und weil wir jetzt ja ein bisschen mehr Geld haben, dass wir jetzt nicht mehr alle
Kleidungsteile irgendwie immer die ganze Zeit recyceln müssen, also dass sie jetzt auch mehr Teile hat für sich quasi, also verschiedene Outfits. Ist zwar so, dass es immer noch, zum Beispiel die Schuhe hat sie in vielen Outfits an, aber dass sie halt zum Beispiel verschiedene Oberteile tragen kann oder so, fand ich jetzt auch einfach mal realistisch, dass Amaya auch das Geld in die Hand nimmt, um eben ihrer Tochter ihre Wünsche zu erfüllen. Ja, und das ist jetzt ihr erstes Outfit, finde ich richtig süß. Und das ist ihr zweites Alltagsoutfit. Ja, wie ihr seht, also schon sehr schick für ein Kind. Das ist ihre Abendkleidung, finde ich auch richtig cool. Ihre Sportkleidung liebe ich auch sehr, aber ich weiß nicht mal, wann man die Sportkleidung von den Kindern sieht. Das ist ihre Nachtwäsche, dann ihre Ausgehkleidung, finde ich auch richtig cool, I love it. Dann ihr Badeanzug, ihr Heißwetter-Outfit und ihr Kaltwetter-Outfit. Und ich finde, sie ist einfach absolut süß. Vor allem, sie hat einfach eine kleine Zahnlücke, ne? I love it a lot. Hier sieht man das. I love it. Wie süß kann man sein? Wir könnten ihr, ich weiß nicht, ob man Ohrringe tragen kann hierbei. Nein. Ansonsten hätte ich ihr gerne Ohrringe gegeben. Das wäre auch sehr süß gewesen. Aber die clashen leider alle mit ihren Wimpern. Aber ich finde sie unfassbar toll. Ich bin sehr gespannt. Wir feiern jetzt erst die Party und danach wird dann das Zimmer ein bisschen umgebaut. Obwohl da natürlich jetzt nicht so viel gemacht werden muss. Spielzeug und so braucht sie ja immer noch. Aber ja. Und was ich jetzt richtig cool fände, ich weiß nicht. Man kann hierüber keine Fahrräder kaufen, aber ich fände es richtig cool, wenn wir Celeste halt ein Fahrrad schenken. Zum Geburtstag so. Hey, das finde ich richtig cool. Und dann schieben wir das in ihr Inventar und dann schenkt sie das ihrer Tochter. Das wäre doch cool. Geschenk geben. Da stand sogar Geburtstagsgeschenk. Oh, cool. Dann geben wir ihr das Fahrrad. Oh, das ist so süß. Oh. Und sie freut sich auch voll. Süß. Und dann lassen wir alle erstmal sich was zu essen nehmen. Oh, ich finde es gerade richtig süß. I love it. Vor allem, sie ist halt jetzt richtig lange auch ein Kind, ne? 56 Tage. Aber ich finde, mit Kindern kann man auch viel mehr machen, deswegen ist das in Ordnung. So, dann kann sie auch mit ihrem Dad mal ein bisschen reden. Die unterhalten sich ja auch alle voll schön. I love it. Ich komme auch nicht drauf klar. Also Celeste ist wirklich krass hübsch, ne? Also ich meine, sie hatte auch, also ihre Eltern haben auch krasse Gene so. Aber wie hübsch ist dieses Kind? Ich bin jetzt ja schon gespannt, wie sie dann als Teenager aussehen wird, ne? Also die wird uns alle umhauen. Auch ihr zwei seid ja auch welche, ne? Dass sie das hier sauer machen zusammen. Einfach ein Dreamteam. So, und du knutscht Jeremy jetzt gleich mal, weil das wünschst du dir jetzt schon seit Tagen. Sie geht erstmal an den PC. Mut auf jeden Fall. Ihr seid so süß, ne? Also, auch wenn ihr ein bisschen toxic seid zwischendurch, ihr seid trotzdem auch süß. Die können sich weiterentwickeln. Yay! So, Girl. Geh ein bisschen tanzen. Und deine Mom auch. Tanzt alle. Warum kann sie nicht tanzen? Das ist wahrscheinlich zu hoch. Ach Mann, die Party ist schon vorüber. Okay, es ist 21 Uhr. Sie muss morgen auch schon direkt zur Schule. Ist jetzt nicht grandios, aber gehört wohl irgendwie dazu. So, das Töpfchen kann weg. Das kann weg. Das Mobile kann weg. Feuchttücher können weg. So, und diese Bauklötze können weg. Ansonsten sind das ja Sachen, die kann man ja erstmal so lassen. Aber die Geburtsurkunde würde ich vielleicht in Amayas Zimmer tun. Ich glaube, an irgendeinem Punkt ist es ein bisschen wild, wenn man seine eigene Geburtsurkunde in seinem Zimmer hängen hat. Es sind ja eigentlich genau die Farben, ne? So, und hier kommt dann noch so ein kleiner Schreibtisch hin. Könnte aber knapp werden, ne? Ja, wie wäre es denn damit erstmal? Also, ich finde es süß. So lasse ich es erstmal. Ich glaube, das ist ganz süß. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Sieht so aus. Und die emotionale Aura lasse ich auch deaktiviert. Süß. Ich mag ihr Zimmer sehr gerne. So, der Kuchen kommt natürlich auch hier rein wieder. Okay, und dann kann die Gute sich ja nochmal ein bisschen um ihr Video kümmern. Und sie hat hier Kartoffeln noch im Inventar, die kommen auch weg. Ich find's gerade so schön. Oh, Celeste hat jetzt schon einen lockeren Zahn. Der arme kleine Maus. Du kannst Bertha leider nicht füttern. Schade. Dann nimm dir mal schnell was zu essen. Warum bist du um 4:15 eigentlich schon wach? Vielleicht ist sie einfach so aufgeregt auf ihren ersten Schultag. Das erste Mal außerhalb von zu Hause so richtig, ne? Ist ja auch was Besonderes. Sie möchte konzentriert werden. Die süße Maus. Level 3 der Mentalfähigkeit erreichen. Ich weiß gar nicht, was man hier dann noch machen muss. Also ich weiß, dass sie Fahrrad fahren können muss. 12 Stunden ohne Bedürfnisabfall schaffen. Entschuldigung? Aber das kriegt sie schon hin. Warum ist hier ein Teller? Durch eine lustige Party zusammengewachsen. Och, ihr seid doch süß. Schwer beeindruckt. Celeste weiß, was sie tut. Und Amaya ist voller Respekt. Och, ich kann nicht mehr. Wir können ja mal nach Schule fragen, so nach dem Motto. Ja, bist du aufgeregt? Heute ist dein großer Tag quasi. Wenn Amaya mit einer eindrucksvollen Person zusammen ist, kann sie möglicherweise ein falsches Gefühl der Selbstsicherheit entwickeln. Was? Wir können auf jeden Fall sagen, sie ist sehr stolz auf ihre Tochter und das ist sehr, sehr süß. So, dann fehlen hier noch Übergänge und dann kannst du das Video auch hochladen, Girl. Ew, da sind noch die Fritten von vor 1000 Jahren. Die müssen unbedingt weg. Und sie leert einfach den Müll. Sie ist einfach jetzt schon Tochter des Jahres. Du kleine süße Maus, ey.
Okay, und dann lad das Video hoch. Und dir wünsche ich ganz viel Spaß in der Schule, Girl. Also, wenn du so aussiehst, wollen bestimmt alle mit dir befreundet sein, weil du toll aussiehst, Girl. Freundschaften schließen, das finde ich ist eine gute Idee. So, und wie das Ganze hier mit uns weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bin sehr glücklich, dass Celeste so eine süße Maus ist. Ich glaube, es könnte noch sehr, sehr spannend werden in Zukunft. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare damit. Und ich hoffe, dass euch das Video wie immer gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und...